Moin Leute, heute zeige ich euch, wo ihr in Keros alle vier Schätze finden könnt. Aber wichtig ist, dass ihr diesen Greifhaken schon habt. Das heißt, ihr müsst die Kampagne so weit spielen, dass ihr ihn bekommt. Und dann könnt ihr es erst machen. Den ersten Schatz findet ihr, wenn ihr von draußen in die Gießerei reingeht. Und zwar von hier nach links. Hier rein. Nochmal links. Und hier oben auf dem Dach. Die nächste Truhe findet ihr, nachdem ihr hier die Gegner besiegt habt und hier runter müsst. Geht ihr hier rechts, links, springt hier runter, wieder zurück. Genau da ist der Schatz. Hier und dann hier links. Hier runter. Da ist er. Der nächste Schatz ist, wenn ihr hier rüber gehen müsst. Links. Und hier hoch auf die Rohre rauf. Und da ist er. Die letzte Kiste befindet sich dort, wo ihr die Tür hier aufmachen müsst, in der letzten Ebene. Hier rechts, geradeaus und dann hier runter aufs Rohr. Und dann wieder rechts runter. Und hier ist die letzte Kiste.